und seid herzlich willkommen zu einem weiteren A bis Z Gameplay. Wir spielen Diana im Jungle. Keine Ahnung, ich bin kein typischer Diana-Spieler, deswegen wollte ich nicht auf der Lane mit dir spielen. Ich glaube, sie kommt im Jungle immer noch relativ gut klar. Gerade weil das neue Jungle-Item, das Leechbane-Item halt quasi, das Rune Blaze euch auch noch den Leechbane-Effekt dazu gibt. Ich gucke gerade mal kurz alle Abilities nochmal durch. Weil das echt lange her ist, dass ich Diana gespielt habe. Und ich denke, dass ich den Sustain auf jeden Fall im Jungle mit habe. Ich habe keine Magie gegen sie mit, sondern ich habe in den blauen Ability Power reingepackt. Und in den kleinen roten habe ich Attack Speed drin. Und in den großen auch Ability Power. Starten halt standardmäßig mit dem Jungle. Gucken ganz kurz, ob wir Auto Attack anhaben. Starten mit dem Jungle Item, klar, mit zwei Pots. Und schau mal, spiel mit dem Black Romano zusammen, der in der Mitte Ahri spielt. Allerdings ein paar Lags hat, so wie er mir vorhin geschrieben hat. Und müssen wir mal gucken, ob es funktioniert mit ihm. Ja, also wie gesagt, Attack Speed habe ich drin. Auch in den Masteries Attack Speed. Ich denke nämlich, dass Diana mit Attack Speed im Jungle relativ gut durchkommt. Dann allein wegen dem dritten Schlag auch. Und schauen wir mal. Wir haben das Schild jetzt als erstes geskillt, weil die Q macht am Anfang keinen Sinn. Schild gibt uns Sustain. Und damit haben wir auch den Gromp relativ easy down. Da war der dritte Schlag. Der macht relativ viel Schaden jetzt auf Level 1 schon. Nicht schlecht. Machen wir uns den Blue Buff jetzt. Und danach gucken wir weiter. Ansonsten haben wir auf der Top Lane einen Nautilus, was ja auch in der LCS ausgepackt worden ist. Und jeder möchte es gerne mal ausprobieren. Auf der Bot Lane haben wir einen Tam mit einem Lucian. Tam ist ein Supporter, den ich... Kann ich noch nicht hundertprozentig einschätzen, aber richtig stark sein kann, aber auch ebenfalls wie Bart richtig sacken kann, wenn er seine eigenen Leute tötet, weil man die Abilities nicht kennt. Und deswegen ist er so ein Lala-Supporter für mich immer noch. Wenn man ihn spielen kann, ziemlich stark, kann man viele Saves machen, viele gute Engage auf jeden Fall, aber man kann auch Leute damit schnell töten. Davon bin ich kein Fan, wenn ich ehrlich bin. Gerade First Blood, da reden wir gerade drüber. Und Tam mit dem First Blood und Double Kill für den Tam. Lol, Alter. Scheißegal, ob er den Kill bekommt oder Lucian. Ganz ehrlich, ist es wichtig, dass die beiden so schnell gestorben sind. Das ist schon mal nice. Kaufen uns das Sustain Jungle Item, also das Pinke, damit wir gut durchkommen und auch keine Probleme haben. Nicht zu vergessen, Diana hat keinen Lifesteal. Von daher müssen wir ohne Lifesteal im Jungle klarkommen. Und wollen eigentlich so schnell wie es geht Level 6 erreichen, wenn wir ehrlich sind. Denn dann beginnt die Power von Diana eigentlich richtig. Schauen wir einfach mal, wie das dann ab Level 6 wird. Und bei Diana ist es halt so wichtig, da es ein A bis Z ist, werde ich viele Erklärungen machen. Versuchen so gut wie es geht, weil wie gesagt, ich kenne mich mit Diana nicht hundertprozentig aus, aber die Mechanics habe ich drauf. Nur das Umsetzen ist halt immer eine andere Sache. Wenn man ab Level 6 die Q trifft, kann man hinterher mit der Ulti hinterher, ohne einen Cooldown auf der Ulti zu haben, also auf der R, quasi einen zweiten R hinterher setzen. Oh, das ist bitter. Rumble ist AFK. Das ist echt bitter. Und das ist halt die stärkste Kombination dann. Wenn man es hinbekommt, mit der Q dann den R quasi einen Reset zu geben, kann es einen Burst of Doom geben. Und das muss man auf jeden Fall irgendwie hinbekommen. Wenn man das hinbekommt, sind die Carries mal schnell down. Aber wir schauen mal, weil wie gesagt, kein guter Diana-Spieler, von daher müssen wir schauen, ob wir überhaupt erstmal durch. Aber im Jungle, wie wir sehen, haben wir bis jetzt gar keine Probleme gehabt. Wir haben immer noch den Pot, den wir, also die, von den Pots, die wir gekauft haben, haben halt wie gesagt auch das Sustain Jungle Item gekauft. Von daher. Und wir sehen auch mit Attack Speed kommen wir richtig gut durch im Jungle. Also war das mit dem Attack Speed eine gute Idee. Da war gerade Rengar. Ahri relativ low in der Mid. Oh, der Asia outfarmt sie aber hart. Scheint wirklich viele Lags zu haben. Egal, das müssen wir irgendwie kompensieren. Wie gesagt, Top Lane ist auch gerade AFK noch, also der Rumble. Das heißt, ja, es ist halt schade. Es ist blöd, aber dagegen kann man nichts machen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich meine ganzen Spiele, meine Karriere von League of Legends zusammenzähle, würde ich sagen, dass 80% AFKler immer mein Team sind. Von daher
Oh, da bin ich gerade falsch gelaufen, weil ich gerade geschrieben habe. Ich wollte eigentlich wissen, ob Botlane noch Smash hat. Die sind aber vorher schon tot, glaube ich. Nice. Und wir sind auch noch nicht Level 6. Das heißt, so einen richtig harten Damage Spike haben wir auch noch nicht. Beginnt ab Level 6 erst. Wir gucken mal, ob wir hier die Q treffen können. Luna ist sehr low. Ah. Da können wir nicht wirklich viel machen. Vor allem mit ist Mist gerade. Ja, okay, müssen wir aufpassen. Und Rengar natürlich auch, ne? Rengar vor 6 ist auch nicht jetzt der stärkste Jungler, aber hat, glaube ich, immer noch mehr Damage als Diana vor 6. Gerade wenn er 5 Ferocity hat. Ich bin ja ziemlich Main Rengar Spieler. Das heißt, ich spiele Rengar momentan sehr, sehr oft und dominiere auch im Jungle wirklich oft. Obwohl ich finde, dass er im Jungle relativ suckt, was Wave Clear angeht. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo er Tiamat hat. Ist das nicht ganz so cool im Jungle, weil du kriegst wirklich gut auf die Fresse. So, machen die Krabbe ohne viel Mana zu verlieren. Das Geile bei dem Jungle-Item ist halt auch, dass ihr viel Mana zurückbekommt im Jungle. Das heißt, ihr könnt den Blue Buff Rengar als Botlane. Lol. Okay. Das ist echt lol gerade. Aber ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen, was ist das, einige Zeit verschwendet, aber ich habe trotzdem einen Backup gegeben. Dann mache ich mal einen Neustart. Ja, gut, okay. Er hat immer noch Lex in der Mitte. Das scheint wohl einfach so zu sein. Können wir gerade nichts gegen ändern, aber ist nicht schlimm. Hat jeder mal, habe ich auch öfters mal. Problem ist, er outfarmt ihn halt hart in der Mitte. Müssen wir mal gucken, ob wir dagegen irgendwas machen können. 57, ja. Also sie hatten sehr, sehr guten Farm. Wir versuchen jetzt einfach mal 6 zu werden und damit unsere Power Spike zu erhöhen. Gut, da kommt gerade Werbung. Warum auch immer gerade Werbung kommt. Aber naja, egal. Ja, wir sind gleich 6 nach dem Camp hier. Wir schauen mal, was wir jetzt. Ich glaube, wir können uns das Jungle-Item sogar voll verwenden. Ich glaube, 1400 waren das, soweit ich mich erinnere. Kurz mal gucken. Jo, 1400. Haben wir richtig in Erinnerung. Das heißt, wir haben unseren Runeglaive. Und damit clean wir schneller Jungle. Haben einen deutlich höheren Power Spike, was Duelle angeht, weil wir den Leech Spell Proc dazu noch haben. Er wird ja in den nächsten Tagen auch genervt, also in ein, zwei Tagen. Es kann sein, dass ihr das Video erst sieht, wenn der Patch vielleicht sogar schon draußen ist. Soll ja der nächste Patch kommen. Unstoppable Lucia. Upsala. Schauen wir ganz kurz nochmal. Den Camp hier Mitte kann ich gerade nicht wirklich denken. Es ist wirklich sehr schwierig gerade. Und Botlane ist nicht gestorben, also schon gut. Machen wir mal die Krabbe aus Sicherheit, weil Rumble jetzt wieder da ist, sehe ich gerade. Holy shit. Er spielt auch relativ passiv, muss man echt sagen. Ja, kann hier nichts gegen machen. Und ich habe ihn auch eben dem Blue Buff den zweiten nicht gegeben. Nicht falsch verstehen. Er ist selber ein guter Spieler, was das angeht. Und weiß, wie das ist, wenn man zurückliegt. Und hat auch nicht darum gebeten oder allgemein. Wenn man zurückliegt als High, wenn man zurückliegt als Midlaner, ist das keine gute Idee, den Blue Buff zu nehmen, wenn man gerade, wenn man hart zurückliegt. Und er ist zwar vom Kill her immer noch gleich, aber der Azir hat 35 CS mehr. 35 CS ist ein Kill. Es ist ein First Blood, kann man sagen. Und von daher liegt der Azir vorne einfach. Und da muss er einfach aufpassen, gerade weil er Lex hat, dass er dann den Blue Buff nicht direkt abgibt. Und da müsst ihr als Jungler, wenn ihr einen random Midlaner habt oder allgemein, was auch immer, müsst ihr immer selber handeln. Denn der Buff gehört euch. Das ist ganz wichtig. Das sollen die Leute mal verstehen. Verstehen viele nicht. Die Buffs im Jungle gehören dem Jungler. Das heißt,
Er kann entscheiden, möchte er den Midlaner geben oder möchte er ihn selber nehmen, weil er der Meinung ist, es ist bei ihm besser aufgehoben. So. Wenn der Midlaner aber führen würde und er gibt den nicht, was trotzdem sein Recht ist, weil es eben wie gesagt sein Buff ist, also beziehungsweise in diesem Fall meins, und die Ahri würde jetzt zum Beispiel gerade führen und ich gebe ihn nicht, dann würde ich meinen eigenen Midlaner in Nachteil bringen. Und das würde man als kluger Jungler nicht tun. Nur wenn der Midlaner wirklich hart hinten ist. Es war klar, dass er gewordet ist. Und Level 6 Rengar Gangs sind natürlich auch ein bisschen ekelhaft. Lucian ist relativ low gefallen. Und ich will mit Diana auch nicht diven, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin nicht sicher mit der. Oh, die Dive aber rein. Oh, hier ist Rengar. Hier ist Rengar. Ja, das ist blöd, weil die beide jetzt sterben. Die sind zu low. Ich kann auch nicht mehr reingehen. Na, viel zu low. Die sind so low sind die nicht, dass ich sie einfach töten kann. Midlane ist auch gestorben gerade. Genau das meinte ich, was eben gerade halt auch. Aber bei er kann halt gerade auch nichts dafür. Er hat Legs. Oh shit, Alter. Er hat gerade Legs und dagegen kann er nicht wirklich viel tun. Das ist sein Problem. Was keiner für kann, aber er kann in diesem Moment dann auf jeden Fall auch nachvollziehen, wenn ich in den Buff nicht gehe. Der Damage von Assi ist krass. Ich schaff's nicht. Ich sehe nicht, wann die Q kommt und so weiter. Er ist bitter mit Lex, natürlich. Kann man nichts machen gegen Lex, muss man einfach sagen. Gerade weil der Server auch momentan nicht stabil ist. Ich gehe mal zurück kurz einkaufen. Was ich jetzt machen werde, ist einfach die Boots kaufen, damit ich einfach schneller unterwegs bin. Noch ein Pot. Magic Penetration Boots ist die Auswahl, die ihr trifft bei Diana, wenn es nicht irgendwas gibt, was jetzt wirklich überraschenderweise kommt, im Sinne von, die Gegner dominieren hart. Rengar ist definitiv wieder Bot. Im Sinne von, die Gegner haben so viel AD-Damage und wir liegen gerade so oder so zurück. Dann kann man gucken, oder halt, die haben so viel CC. Toplane, Rumble hat ihn gekillt. Aber 1 gegen 1, aber trotzdem. Was? Man skillt sein Schild auch als zweites hoch, weil die E ist nur als CC gedacht. Quasi die Gegner wieder zurück, also zu sich selber schleudern. Und Mitte stirbt gerade wieder. Und wo er auch gestorben ist. Holy shit, wo er gestorben ist. Er hat echt extreme Lags. Müssen wir mal gucken, ob wir die mitten in irgendwie carry. Rengar ist hier. Ich kann gerade auch nicht wirklich viel machen. Das Problem ist, dass die Botlane hart dominiert hat, auf jeden Fall. Dominiert immer noch 6-3-2 der Lucian gegen Jinx 2-4. Aber das Problem ist, dass sie sehr offensiv spielen. Und ich möchte natürlich auch keinen Tower Dive machen. Im Sinne von, sie stehen die ganze Zeit in der Nähe vom Tower. Wo dann Rengar relativ gut ganken kann. Und die sind halt immer sehr, sehr low. Nicht cool. Aber wir cleanen einfach so lange im Jungle weiter. Solange wir nichts machen können, großartig. Wir sehen, dass wir die Camps sehr schnell clearen können. Diana ist nämlich ein sehr, sehr starker Mid-Late-Game auch Champ. Also, weil wenn man wirklich seine Items hat, kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Und hier ist ein Pink Walk. Ich hab's mir schon gedacht. Nice. Pink Walk geklärt, das war ganz wichtig. Weil Drake müsste man auch bald einfallen, weil wie gesagt, die Botlane dominiert relativ gut. Hier ist eine Jinx. Macht sie einen Face-Check? Da haben wir die Kombination getroffen. Und noch eine Q in der. Oh, seht ihr den Burst? Leute, Lucian kriegt den Kill, okay. Es passt mir, ist okay für mich. Kein Problem. Aber habt ihr den Burst gerade gesehen? Das ist das, was ich meine. Q, R hinterher und nochmal direkt eine R. Azir ist zu fett, ich würde jetzt keinen Drake anpeilen. Wir müssten dafür auf jeden Fall eine Person noch killen. Weil der Azir, der wird uns richtig wegbursten. Der hat zwei Kills.
Oh shit, Alter. Vorsicht. Es leckt gerade ein bisschen bei mir, aber auch. Eben gerade hat es gerade bei mir auch geleckt. Noch ein Pink Ward, Jungs, Alter. Vielleicht seht ihr das im Video dann auch, wenn es bei mir ein bisschen verzögert kommt. Rengars Mitte. Deswegen warte ich hier gerade. Oh, ich will eigentlich den Red Buff machen. Rengar ist immer noch Mitte. Das Problem ist, ich kann... Oh, Alter, holy shit. Das leckt gerade bei mir. Richtig, holy shit. Ja, wir machen erstmal auf jeden Fall den Red Buff fertig. Wir gehen auf als nächstes auf Ludens. Kaufen uns ein Needless Large. Und holen uns den Power Spike mit Ludens einfach. Ari wieder down. Und wie gesagt, ich sehe nichts und mach. Ja, Ludens ist halt mit Leech Bane zusammen ein hoher Power Spike, was im Midgame sehr stark ist. Wir sind zwar jetzt nicht gefeedet, aber wir liegen auch nicht wirklich zu, obwohl der Gengar halt 2 Kills mehr als wir hat. Liegt aber auch daran, dass unsere Botlane jetzt gerade gestorben ist wieder. Das Problem, wie gesagt, lag auch daran, dass wir... Eine Sekunde kurz. Ich hätte die Zone anulten sollen. Okay, Flash ist raus von der Jinx. Ich hätte da, glaube ich, einfach die Zone exekuten sollen. Weil die Traps waren eh draußen. Dass die Botlane halt sehr stark dominiert. So, und das Problem aber dabei war trotzdem, dass sie sehr viel Poke von Sola nebenbei noch passiert haben. Und immer wenn sie unterm Tower von den Gegner standen, sehr low waren. Rengar konnte dadurch profitieren und sehr viel abstauben, kann man einfach sagen. So, Q's Level ist allgemein auch durchgeskillt. Wie gesagt, W als zweites. Ein bisschen zum A bis Z zurückkommen, damit wir auch ein bisschen erklären können. Ari fast wieder down. Hier ist kein Ward gerade. War der gerade AFK? Sah ein bisschen danach aus. Oder er war in der Base schon. Aber er hat sich auch nicht gerecallt. Also soweit ich das sehen konnte. Naja, gut. In der Mitte der Map, ganz ehrlich, geht man nicht AFK. Das war auch kein Disconnect. Das macht man einfach nicht. Das ist dann auch ein bisschen selber schuld, wenn ich ehrlich bin. Und ich versuche mal von hinten ranzukommen, weil sie relativ low gefallen sind. Okay, Flash ist raus. Rengar ist unsichtbar, geht aber wahrscheinlich nicht auf Nautilus. Ulti Level 2 gibt nochmal ein bisschen Damage Boost. Rengar ist immer noch Bot. Top. Ist relativ low. Wenn ich die Q treffe, ist er tot. Ja. Habt ihr die Doppel-R gesehen? Die einen wirklich richtig stark exekuten kann. Nice. Damit haben wir den Shutdown geholt und haben relativ viel Gold gemacht. Das ist ein Ludens. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall einiges rausbekommen. Holen uns einen Ludens und gehen auf Hourglass als nächstes. Damit wir Play setzen können im Sinne von rein, töten, Hourglass, instant vielleicht den nächsten killen. Weil wenn man seine Abilities raus hat, ist es schwierig, direkt den nächsten zu killen. Weil sie ist natürlich auch Abilities abhängig. Macht zwar ziemlich viel Schaden, auch mit den Auto-Attacks.
Zumindest mit dem dritten Auto-Attack. Man hat Diana eine Zeit lang auch mit Lashers Fluch gebaut. Ich persönlich glaube, ich mache das nicht, bin auch kein Fan davon. Werde Diana anders bauen. Schön. Also hier haben sie. Nice. Und wie gesagt, das wird jetzt einen Power Spike geben. Wird viel Damage machen auf jeden Fall. Gehen wir Botlane. Nice. Haben Tower bekommen. Botlane ist halt sehr viel Farm. Deswegen gehen wir da jetzt gerade auch hin. Damit das nicht alles wasted ist, wenn es in Tower reingeht. Denn ihr seid ja ein Jungler, der nicht irgendwas unbedingt stackt oder so. Von daher könnt ihr auch den Lane Farm holen, wenn da sowieso keiner ist. Holy. Oh, die Jinx. Haben wir die Q? Haben wir nicht getroffen. Alter, der Damage! Holy. Ich habe nicht mal die Q getroffen. Es ist so, dass man es so versuchen kann zu timen. Aber es ist Timing. Ich habe es eben gerade falsch gemacht, weil ich die Q auch gar nicht getroffen habe. Q werfen und in diesem Moment, wo das hittet, kannst du schon deine R benutzen. Dann hast du halt dein Hard Burst Kombi. Wenn man es aber halt nicht hinbekommt, dann hat man halt die R auf CD. Aber die R hat halt so wenig CD, dass man das nicht wirklich als CD nennen kann. Und jedes Mal, wenn man es mit der Q macht zusammen, also wenn der Gegner gequeued ist, ist es halt ein Reset von Ultimate. Dass es halt umsonst ist quasi. Alter! Boah, den haben wir auch noch fast. Margot, Lucian kriegt den. Er kriegt einen Shutdown gegen mich, aber Lucian kriegt ihn noch. Nice, wir haben gut Item, gut Gold gemacht auf jeden Fall. Ein Hauerglas bald voll. Drake jetzt zu machen, wäre nicht unriskant, weil ich nicht da bin für Smiten. Rengar immer noch am Leben ist. Frage ist, ob er sich traut. Könnt ihr ihn stehlen vom Ding her? Weil die gerade am Baron sind. Jo, Rengar hat gerade Lucian gekillt. Und sie haben nicht den Burst, um den Drake zu machen. Deswegen kann das gefährlich sein, aber er ist immer noch Botlane, so wie ich gerade sehe. Okay. Nice Drake. Erster Drake von uns. Das ist halt auch ein bisschen meine Schuld gewesen, dass ich nicht vorher drauf gegangen bin. Also auf den Drake. Das hätten wir nämlich früher holen können. Toplane ist ein Riesenfarm. Und da ist gar keiner gerade. Holy, ist das eine Welt. Holy, ist das eine Welt. Ich hoffe, ich krieg noch einiges ab. Ja, wir haben einiges noch abbekommen. Boah, der dritte Schlag ist ja mal voll brutal, ey. Alter! Gut, wir hatten jetzt auch vom Ding her unseren Hourglass fertig. Rod of Ages ist auch so ein Item, das hat man auch mal eine Zeit lang gebaut auf ihr, aber ich weiß nicht, ich bin da kein Fan von, wenn ich ehrlich bin. Also hier! Ha! Alter, holy shit, der Damage, Mann. Okay, die pushen gerade Botlane. Müssen wir was traden. Oder ich hole sie mir. Ohne Spaß, ich glaube, ich kann sie beide machen. Ich habe die Traps einfach vermeiden wollen, deswegen bin ich drüber geflasht. Falls ich die Q nicht treffe, weil sie war zu weit entfernt, um ein R auf hier zu setzen. Holy shit. Der Blue Buff ist wieder ab.
Hat auch bis jetzt noch gar nicht nach dem Blue Buff gefragt. Weil, wie gesagt, es ist so in diesem Game, dass Ari echt viele Probleme hat mit Lex. Und ich unterstütze sie trotzdem, aber mit dem Blue Buff, glaube ich, ist besser bedient auf mich, wenn wir ehrlich sind. Hast du Rengar? Wollen wir es mal probieren? Oh, hier ist ein Pink! Ich zerstöre den aber jetzt noch nicht. Weil umso länger ich da bleibe, umso länger sieht der mich. Boah, Alter! Abnormaler Damage von Diana. Unglaublich, Mann. So, wir haben 2300 Gold. Gehen zurück und gehen auch einkaufen. Jetzt überlege ich gerade was, auf einen Rabadons zu gehen oder auf einen Abyssal. Ich gehe eher auf einen Abyssal, glaube ich. Bisschen defensive Variante. Und zwar gibt euch das auch offensiv gute Abilities. Diana ist ein Melee. Das heißt, ihr seid immer im Melee-Bereich. Abyssal ist immer aktiv. Damit habt ihr Magie-Resi selber und reduziert die Magie-Resi von den Gegnern. Das heißt, es ist so ähnlich wie ein Void Staff. Ja, Void Staff ist jetzt übertrieben, aber Void Staff ist prozentual und so viel Magie-Resi haben die Gegner nicht, dass ich ein prozentuales Item kaufen muss. Von daher lassen wir Void Staff in diesem Game weg. Nicht zu vergessen, Leute, ich möchte euch das mal kurz erklären. Void Staff ist gut, wenn ihr wirklich Tanks als Gegner habt. Ne? Magie-Resi haben die Leute nicht viel. Meistens haben die Leute mit Level 18, meistens, kommt drauf an, was für Runen man drin hat, 40 Magie-Resi oder so. So, wenn ich davon flat 20 wegmachen kann, so mit Abyssal plus 15 mit den Boots und meine Runen, dann sind sie schon auf True Damage. So, das heißt, Void Staff lohnt sich gar nicht. Das muss man immer be- Okay. Alles ist draus. Ulti von Azir, Ulti von Rumble, Ulti von Jinx, okay. Holy shit, da wurde ich gerade geraped, Mann. Die haben gerade geflasht und geultet. Alle Ultis sind draußen. Ich hoffe, die können jetzt daraus was machen. War natürlich auch ein bisschen aggressiv von mir. Das heißt, Sona müsste sterben. Müssten auf Rengar aufpassen. Der ist noch full life. Und hat seine Ferocities auch noch. Ja, Ari hat Lex. Ich weiß, wie er Ari spielt. Er spielt Ari sehr, sehr solide normalerweise. Ich weiß einfach, wie viel Lex der gerade hat. Und das tut mir auch leid für ihn. Aber das kann man leider in einem Game nicht verändern. Man muss das Game trotzdem fortführen. Aber, ja, zur Sache Magie-Resi. Weil das, glaube ich, viele missverstehen. Und solche Sachen lohnen sich. Das gleiche wie bei Last Whisper. Wobei, bei Last Whisper muss man sagen, dass man bei Champs Armor per Level bekommt. Ey! Muss mal Blue Buff hin, Alter. Mein Red Buff hin. Alter, da ist ein Rengar. Du Ficker, Alter. Du Ficker. Das gehört mir. Slow ihn. Nice. Du Ficker, Alter. Das gehört mir, Mann. Das ist mein Red Buff. Ja. Bei Armor ist es halt so, dass ihr, wie ihr bei mir auch sehen könnt, ich habe jetzt ein Abyssal gekauft, deswegen habe ich 94. Ne? Bei Abyssal gibt, also Abyssal noch nicht ganz ausgebaut, aber. Und ich habe auch noch Magie. Bei Diana ist noch was anderes, ist ein Mini. Das heißt, die Range-Champs kriegen kein Magie-Risi per Level dazu. Die bleiben squishy. Ne? Und von daher braucht man sich bei denen jetzt auf jeden Fall kein Void Staff kaufen. Void Staff lohnt sich bei Tanks, wirklich. Bei richtigen Tanks, die auf Magie-Risi gehen. Aber ansonsten lohnt sich jetzt Void Staff absolut nicht. Da reichen die Magic Penetration Boots und auch ein Abyssal dazu auf jeden Fall. Gerade weil ihr selber auch noch defensive Abilities bekommt durch den Abyssal. Man muss dazu sagen, dass mir gerade der Rabadons ein bisschen fehlt, weil meine AP ist nicht so hoch, wie ich das gerne hätte. Bin die Wall geflasht gerade. Das war gar nicht die Wall! Und ich bin gar nicht geflasht. Alter, ich bin gerade Brain AFK, sorry. Boah, Alter, der hat richtig Lex, Mann. Der hat richtig Lex, der Romano. Egal, passt. Ich bin noch am Leben. Deswegen Hauerglas. Ich war gerade richtig Brain AFK bei dem Azir, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich habe 375 Ability Power. Das ist mit einem Death Cap auf jeden Fall wäre es noch deutlich höher. 408 jetzt. Geht, ne? Geht. Das könnte mit einem Death Cap, wenn sich das hart erhöhen, auf jeden Fall. Death Cap ist ja deutlich stärker geworden jetzt, auf jeden Fall. Kostet zwar aber auch mehr, aber ist auch deutlich stärker geworden. Schnell wieder den Blue Buff machen, das ist auch was zu machen. Diana ist ein geiler Champ, man muss ich echt sagen. Und ups. Bin mal so frech. Ah, die sind alle gerade top gegangen, lol. Hier war doch noch irgendwo ein Pingwort, oder? Ah, genau. So. Können wir pushen oder kommen sie gerade runter? Ah, die Sona. Die dive ich sogar, Alter, wenn die zu nah kommen. Aber die hat Ulti. Ich will die Ulti nicht gebaitet bekommen. Hau! Shit, was macht das denn? Okay, Ulti ist raus. Ich glaube, ich bin eh tot. Ja. Dann nehme ich noch jemanden mit. Drei Leute sind Bot gerade. Alter, hat der Ringer kassiert, Mann. Der ist doch noch drin, Jungs. Der war free, Mann. Der hat gar kein Leben mehr gehabt. Holy shit. Holy shit, Azir. Er ist tot. Okay, könnte Tower pushen. Nice. Nice, Tower ist weg. Ja, Deathcape als nächstes jetzt auf jeden Fall, das wäre mein letztes Item. Wir brauchen nichts austauschen oder so. Denn dieses Bild ist meiner Meinung nach sehr stark. Gibt euch auch defensive Werte vor allem. Nicht nur offensive Werte. Triple Kill, oha. Quadra Kill! Yes! Wo ist der Panther? Wo ist der Panther? Pushen hier weiter. Oh, der dritte Schlag geht also sogar auf den Tower. Holy shit, der geht sogar auf den Tower. Alter Schwede, wie viel Damage das macht. Ach, der Asir-Tower ist hier. Oh, die Reaktion von Jinx. Ich glaube, das sagt alles. Oh, ich bin tot. Alter. Holy shit. Dann machen wir uns ganz kurz eine Zigarette, bis wir tot sind. 40 Sekunden. Ja. Das war Damage, würde ich sagen. Frag mich, was wir jetzt von den Death Cap bekommen. Wir haben 476 aktuell. Was kriegen wir durch den Death Cap dazu? Death Cap kostet auch 2250 noch, also da kommen wir auch noch gar nicht ran. Aber da glaubt, dass der Power Spike wird richtig steigen durch Death Cap. Sollte man sich eigentlich auch nicht als letztes Item kaufen, aber ich wollte auf die defensive Variante mit Hourglass halt noch gehen, um ein paar Outplay setzen zu können.
So, machen wir uns ganz kurz irgendwie. Die Leute werden uns jetzt nicht so hart vermissen. Ganz kurz die Hätte fertig. Und dann geht's auch weiter. Ich glaube, wir können das auch bald beenden. Nicht? Wir sind deutlich stärker. Gerade Lucien auch. Mein USB-Teil ist gerade rausgeflogen. Kann sein, dass ihr gerade. Ich habe das auf jeden Fall bei mir gemerkt, dass es. Ja, wieder. Ja, das war mein USB, das gerade rausgeflogen ist. Sorry dafür, falls es gerade einen Hänger im Video gab. Komisch eigentlich, gegen seinen eigenen Main-Jungler zu spielen und ihn dann wirklich zu fisten. Oh, ich hab die Kuh gar nicht getroffen, aber sie ist trotzdem tot. Holy, diese Diana ist ein Biest! Hey! Lass mich in Ruhe, Mann! Mann! Ja, Drake, können wir mal machen. Easy peasy, easy. Oh, das ist ein Mord. Kein Zwei, aber da kommt eh keiner gerade hin. So, ja, dann geben wir mal Blue Buff, ne? Haben wir ja schon wirklich lange nicht mehr getan. LOL! Der dritte Schlag! LOL! Oh Mann, das ist so bitter. Oh, das ist so bitter, ich habe ihm kein Blue gegeben, dieses Game. Scheiße, das tut mir ein bisschen leid für ihn. Okay, wir haben. Holy shit, the Ability Power. Ah, wir können uns noch Flask noch kaufen. Holy shit, war das ein Boost von Ability Power gerade. Holy, wir sind knapp bei 800. Alter, Deathcap gibt der richtigen Boost dazu. Ja, normalerweise würde ich Deathcap, wie gesagt, auf Flur kaufen. Im Hourglass eher später im Late Game oder so. Aber ich wollte einfach diese Outplay setzen können, irgendwie. Konnte ein, zwei damit setzen. Bin da sogar lebendig rausgekommen. Beziehungsweise konnte mir jemand anderen noch schnappen. Someone. Meiner. Auch meiner. Ja, Leute, das wird es jetzt wohl gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diana A bis Z Gameplay. Ich habe sie so versucht, so gut wie es ging zu spielen. Ich bin kein typischer Diana-Spieler, aber sie macht Spaß auf jeden Fall. Spaßfaktor ist down. Gerade im Jungle, finde ich, ist sie auch definitiv gut spielbar. Sollte man nicht sagen, dass man sie nicht im Jungle spielen könnte. Man sieht sie öfters in der Mitte, aber ich bin persönlich der Meinung, dass man sie im Jungle auch spielen kann. Macht's gut, Leute. Wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Gameplay. Und ciao.